Liebe Freunde der paradoxen Strategie, hier ist euer Steinwallen, mal wieder mit einem Infovideo zu Europa Universalis 4, denn dort tut sich was. Der Studiomanager von Paradox, Johan Andersson, der hat angekündigt, eine neue Ära in der Entwicklung von Europa Universalis 4. Das sind sehr große Worte. Die Frage ist, was hat es damit auf sich? So endgültig können wir diese Frage noch nicht beantworten. Was klar ist, was wir wissen, dass es ein neues Update, ein neues DLC geben wird. Zwei Dinge sind in dem Zusammenhang schon bekannt. Einmal gibt es eine ziemlich fundamentale Veränderung beim Thema Provinz, Provinzentwicklung, und ein neues Feature wird eingeführt, eine neue Mechanik, nämlich Parlamente. Und ich glaube, insbesondere dieser erste Punkt, Provinzentwicklung, ist der Grund für diese markige Ankündigung, denn es greift in den Kernbestand der Engine ein, des Spielsystems. Das große Thema dieser Veränderung ist nämlich, dass es immer wieder einen Kritikpunkt gab an dem Spiel, dass es am Ende doch sehr stark auf Expansion angelegt ist, dass man nicht stärker werden kann ohne Expansion. Oder wenn man nicht expandiert, dass man dann tendenziell zurückfällt. Insofern, lasst uns mal einsteigen in dieses erste Thema. Was verändert sich dort im Bereich Provinz? Und hier mal ein Screen schon aus der neuen Entwicklungsphase. Um jetzt zu verstehen, was jetzt verändert wird, muss man sich nochmal in Erinnerung rufen, was eigentlich der wesentliche Kernbestandteil dieser ganzen Engine ist, bezogen auf die Provinzen. Und zwar, das ist das Thema Base Tax, also Basissteuersatz einer Provinz. Ihr seht ihn hier in diesem neuen Bildschirm hier etwas hochgerückt, aber Beispiel Stockholm ist das also 5. Und das hat, glaube ich, seit dem ersten Teil von Europa Universalis 1 gibt es, glaube ich, diesen Wert der Base Tax, der ganz wesentliche war, ist relativ unveränderlich. Und dadurch, man konnte zwar durch Gebäude und so weiter die Provinz ausbauen, aber nicht so wirklich wesentlich. Es blieb doch relativ statisch, ob eine Provinz reich war oder arm. Das war im Wesentlichen festgelegt. Und diese Mechanik oder diese Ursache ist es, warum man am Ende expandieren wollte, weil man andere reiche Provinzen gerne erobern wollte, um stärker zu werden. Und ihr seht jetzt hier schon an diesem kleinen Plus, dass sich diese Grundphilosophie bei diesem Base-Tax-Wert verändern wird. Denn man kann zukünftig die Base-Tax in der eigenen Provinz verändern. Wie das geht, dazu kommen wir gleich. Es gibt in diesem ganzen Provinzsystem gibt es zukünftig drei wesentliche Werte, die voneinander unabhängig zukünftig funktionieren. Einmal diese Base-Tax, der Basissteuersatz, dann gibt es die Base-Production, also die Basis-Produktionsfähigkeit einer Provinz, und eine Base-Manpower, also ein Basiswert für die Manpower, die unabhängig ist von dem Steuerwert. Was machen diese drei Werte? Die Base Tax, die definiert logischerweise die Steuereinnahmen, aber auch die Verteidigungsfähigkeit einer Provinz gegen feindliche Spione. Dieser Produktionswert, dieser Basiswert, der definiert also die Zahl der Güter, die hergestellt wird, logischerweise, also die Fähigkeit zur Produktion, und auch die Geschwindigkeit des Schiffbaus wird hier definiert. Und dieser Base Manpower Wert, den kann man levelweise erhöhen. Je Level hat man 250 Punkte mehr oder 250 mehr Männer Manpower zur Verfügung. Außerdem beeinflusst das die Rekrutierungsgeschwindigkeit der Provinz und auch das Wachstum der Garnison. Hier seht ihr übrigens eine Garnison mit 10.000, was ziemlich erstaunlich ist. Mal sehen, was sich da noch verändern wird. Diese drei zukünftig wichtigsten Werte einer Provinz zusammen bestimmen wiederum die Entwicklungsstufe einer Provinz. Und die seht ihr hier rechts. Also je höher diese Werte sind, umso besser ist die Entwicklung. Und ihr seht hier auch 5 plus 5 plus 3 sind 13. Das heißt hier, diese Provinz hat ein Entwicklungslevel von 13. Diese Stufe wiederum beeinflusst andere Werte im Spiel zukünftig. Und zwar das Supply Limit, das Versorgungslimit der Provinz, das Force Limit, also das Potenzial, wie viel
Truppen man unterhalten kann und die Zahl der Gebäude, die man in einer Provinz bauen kann. Denn das ist eine neue Änderung, zu der ich gleich komme. Und außerdem, je entwickelter eine Provinz ist, umso schwieriger ist es, sie religiös zu konvertieren. Ich glaube, dieser Entwicklungswert findet sich hier unten umgesetzt in diese verschiedenen Bereiche, die ich eben erwähnt habe. Hier wieder zum Beispiel, hier diese Zahl 3 zeigt uns, dass mit Entwicklungswert 13 man 3 Gebäude zukünftig bauen kann. Die Anzahl der Gebäude wird man sehr stark verändern, reduzieren. Es waren auch viele, ich sag mal so Füllergebäude dabei, also es wird jetzt auf so einen Kernbestand von wichtigen Gebäuden reduziert werden, das Ganze, wobei keine genauen Zahlen bekannt sind. Und was wichtig ist, es sind keine Monarchiepunkte mehr nötig, um Gebäude zu bauen. Ein System, was sowieso ein bisschen konstruiert wirkte. Warum brauche ich irgendwelche abstrakten Monarchiepunkte, wenn ich die materiellen Voraussetzungen eigentlich habe, um ein Gebäude zu bauen? Das entfällt also. Jede Provinz kann erstmal ein Basisgebäude bauen, das ist hier dieses City Plus 1, aber es gibt auch ein Malus, und zwar, wenn man in einer Wüstenprovinz oder in einer Gebirgsprovinz ist, dann gibt es einen Minus 1 Malus, das heißt, dort kann man erstmal weniger Gebäude bauen, und es gibt ein Plus 1 Bonus, ihr seht es hier, bei Grünland, also in fruchtbaren Provinzen kann man mehr Gebäude bauen, und dann je 10 Level Entwicklung ein Gebäudeslot mehr. Jetzt ist wichtig, Gebäude sind keine Ketten mehr, Upgrade-Ketten, so wie im alten System. Also man baut nicht Stufe 1 Festung, dann Stufe 2 Festung, Stufe 3 Festung, Stufe 4 Festung, wie wir das bisher kennen, sondern die Stufe 2 Festung ersetzt quasi die Stufe 1 Festung. Das heißt, es wird dann jeweils auch nur ein Slot benötigt. Und das betrifft auch die anderen Gebäude, die wir kennen. Die wird es natürlich so ähnlich weiterhin geben. Aber man entwickelt die dann weiter und es wird dann nur der jeweilige Slot selbst benutzt, der schon benutzt ist bei der Weiterentwicklung. Außerdem gibt es keine extra einzigartigen Gebäude mehr, die man nur einmal im Reich oder so haben kann. Das System wird wohl abgeschafft. Wie das alternativ gelöst ist, weiß ich nicht. Und was auch wichtig ist, es gibt kein extra Slots oder extra System mehr für Manufakturen. Die funktionieren als normale Gebäude hier im Spiel. Das heißt, man muss ein Slot tatsächlich dann auch aufwenden für eine Manufaktur. Insofern sind das dann viel schwierigere Entscheidungen, die man zu treffen hat zukünftig. Bisher war es ja eher so ein No-Brainer, wenn man ja das Geld hatte, dann hat man halt ausgebaut. Hier muss man also sich ja beschränken und konzentrieren und überlegen, was mache ich jetzt hier eigentlich in dieser Provinz, worauf spezialisiere ich sie in gewisser Weise. Man kann also zukünftig den Base-Tax-Level, die Produktionslevel, Manpower selbst erhöhen und hierfür wird man dann Monarchiepunkte aufwenden müssen. Und ich vermute mal, dass diese irgendwie dann auch mit diesen dreien zusammenhängen. Logischerweise steigen die Kosten, je höher die Provinz schon oder je höher der Wert schon ist. Das heißt, je mehr man also den Basissteuersatz hier erhöhen will, umso teurer wird das an Monarchiepunkten. Was es dann auf der anderen Seite eigentlich wieder effektiver macht, ein großes Land zu haben, weil dort es dann einfach von den Monarchiepunkten her billiger ist. Aber man kann also auch ein sehr kleines Land haben, wenn man sich konzentriert oder wenn man da gute Schwerpunkte setzt und die Provinzen so hoch pushen, dass man auch mit großen Ländern durchaus mithalten kann. Denn es hat ja durchaus auch administrative Vorteile, weniger Provinzen zu haben. Mit einer einheitlichen Kultur, mit einer Religion und so weiter und so fort. Ihr wisst das. Außerdem gibt es in schwierigen Klima, sind die Kosten zur Erhöhung ebenfalls größer, um zu darzustellen, dass man eben, dahinter stehen ja so wirtschaftliche, ökonomische Handelskapazitäten, Infrastruktur und so weiter. Und das ist halt im schwierigen Klima, also Wüste, Dschungel und so weiter, viel schwieriger, so eine Provinz weiterzuentwickeln. Es ist logisch, dass sich mit diesem System alles mögliche andere verändert, unter anderem auch ganz viele Ideen, Technologieentwicklung, wann Gebäude freigeschaltet werden, so. Also ist eine ziemlich gravierende Veränderung, das Ganze, was dahinter steht. Was ich sehr gut finde, dass jetzt auch nochmal stärker die Geografie einer Region eine Rolle spielt und vor allem
oder an der Provinz eine Rolle spielt. Und vor allem differenzieren sich die Provinzen nochmal stärker. Also ich bin ja ein großer Fan davon, wenn man, ja, wenn das Land irgendwie eine Identität entwickelt, wenn man sich mit bestimmten Provinzen stärker auseinandersetzen muss und dort die Unterschiede groß sind, wenn man nicht einfach nur so eine große farbige Fläche hat, sondern ja, ein Land eine Differenziertheit bekommt. Das finde ich sehr schön. Diese ganzen Sachen, die ich jetzt erwähnt habe, greifen also so stark in die Engine ein, dass es klar ist, dass die kostenfrei sein werden. Die werden also Teil des großen Updates werden, was wahrscheinlich 1.12 heißen wird, obwohl die Programmierer offenbar diskutieren, es nicht 2.0 zu nennen, aufgrund dieser, ja, dieser gravierenden Veränderung. Aber es ist auch schon ein neues Feature bekannt geworden, was kostenpflichtig sein wird, also was sozusagen Kern dieses DLCs sein wird. Und das ist ein Parlamentssystem, was eingeführt wird. Und ja, aufmerksame Betrachter werden hier zum Beispiel einen neuen Button erkennen, der damit ja, im Zusammenhang steht. Und da kommen wir gleich mal beim nächsten Screenshots dazu. Der zeigt uns England und der zeigt uns hier einen ganz neuen Bildschirm, nämlich das Parlamentssystem. Dieses erreicht ihr über diesen neuen Button hier. Was hat es damit auf sich? Erstmal bekommt England, also England steht schon offenbar so ein bisschen im Fokus dieses DLCs, ganz klar. England ist übrigens, haben die Entwickler gesagt, eines der beliebtesten Länder, was gespielt wird von ganz vielen Spielern. Und wahrscheinlich auch deshalb besonders im Blickwinkel. Aber von diesem neuen Parlamentssystem profitiert nicht nur England, sondern ja, sämtliche konstitutionelle Monarchien und sämtliche Republiken. Konstitutionelle Republiken. Gibt es andere Republiken? Weiß ich gar nicht. Was ist jetzt Kern dieses Systems? Erstmal ist es so, dass man, wenn man eine, ja, wenn man ein Parlament hat, dann kann man Debatten initiieren über politische Fragen. Und wenn die erfolgreich passieren, also wenn Beschlüsse getroffen werden, dann erhält man Boni über 10 Jahre. Ihr seht das zum Beispiel hier. Hier ist eine Debatte gestartet worden, die Steuern erhöhen. Und wenn das erfolgreich ist, bekommt man also hier fast 100 Dukaten in diesem Fall. Das ist ein Viertel des Jahres Steuereinkommens, was man direkt bekommt. Und für die nächsten 10 Jahre ein Steuermodifikator von plus 10%. Es gibt da ganz unterschiedliche, ich sag mal, Beschlussmöglichkeiten, Debattenthemen. Und man kann sich dann gewissermaßen alle 10 Jahre aus 5 zufälligen eine aussuchen, die man versucht durchzusetzen. Das Ganze ist nur erfolgreich, wenn man die Mehrheit an Sitzen, an Parlamentssitzen für dieses, ja, für diesen Beschluss mobilisieren kann. Hier seht ihr, in diesem Fall hat England 7 Parlamentssitze. Diese sind an Provinzen gebunden und zwar möglich sind nur, ich sag mal, Mutterlandprovinzen, also Provinzen, die nicht in Übersee sind. Mindestens 20% der Heimatlandprovinzen müssen einen Parlamentssitz haben. Also das ist Pflicht. In diesem Fall seht ihr es also 7. Jeder Sitz hat seine eigenen Interessen, die er gerne im Parlament durchsetzen möchte. Ihr seht diese hier rechts, wo so ein paar Beispiele ist, also die Korruption in London soll ignoriert werden vom König oder die Benutzung der Kronländereien in Yorkshire soll erlaubt werden und so weiter. Und nun kann man also, man bekommt diese Mehrheit, indem man jetzt bestimmten Forderungen aus diesen Provinzen nachkommt. Offenbar, indem man hier so ein Häkchen macht. Das wiederum ist natürlich mit Nachteilen verbunden hier. Ich weiß jetzt nicht, auf welchem Punkt er jetzt hier drauf ist. Aber hier verliert man 3 Legitimität zum Beispiel, wenn man hier zustimmt. Und wenn man dann die Mehrheit hat, dann ist dieser Beschluss oder diese Debatte wohl erfolgreich gelaufen. Diese Interessen, die diese einzelnen Provinzen haben, sind aber verändern sich, sind nur für die jeweilige Debatte so, wie sie sind. Wenn eine neue Debatte kommt, haben die Provinzen dann eben andere Interessen. Das hat sich dann weiterentwickelt. Und was auch wichtig ist, je höher entwickelt eine Provinz ist, umso anspruchsvoller sind die Wünsche, also umso mehr verliert man dann dementsprechend auch. Wie ist das mit den Sitzen? Warum gibt man nicht allen Provinzen einen Sitz? Ja, weil Sitze haben zwar Vorteile, aber auch Nachteile. Ein Vorteile von Provinzen mit
Parlaments sitzen, sind, sie bringen mehr Steuern, mehr Produktion und mehr Manpower, nämlich 10%. Und ihre Autonomie sinkt sehr langsam, aber sie sinkt. Aber ein großer Nachteil, sie sorgen für höhere Stabilitätskosten, nämlich um plus 2%. Und ebenfalls höhere Kosten zur Senkung der Kriegsmüdigkeit, auch um plus 2%. Das heißt, wenn man jetzt hier mal eben 10, 15 Provinzen einen Parlamentssitz gibt, dann hat man schon 20-30% höhere Stabilitätskosten. Und das ist ja nicht ohne. Wenn man jetzt keine Debatte ausgewählt hat oder es gibt keinen aktiven Bonus dementsprechend, also man das Parlament nicht zusammenruft, um irgendwas zu debattieren, dann ist das ebenfalls von Nachteil. Dann sinkt in konstitutionellen Monarchien langsam die Legitimität oder in Republiken sinkt die republikanische Tradition. Und wenn eine Debatte fehlschlägt, wobei mir das nicht ganz klar ist, weil man ja einfach hier Häkchen machen muss, dann verliert man 20 Prestige. Also das muss nochmal abgewartet werden, was es damit auf sich hat. Was gibt zum Beispiel, also es gibt wirklich offenbar eine große Anzahl von Dingen, die man hier beschließen kann, debattieren kann. Neben dem Thema Steuern erhöhen ist zum Beispiel, man kann den Krieg unterstützen lassen durchs Parlament. Das würde dann plus eine Stabilität geben und 10 Jahre Senkung der Kriegsmüdigkeit und deutliche Erhöhung der Manpower-Erholung. Oder man kann Kolonien gründen, unterstützen. Das bringt dann in die 10 Jahre lang plus ein Kolonisten und plus 20% Kolonialwachstum, was ja auch relevant ist. Also sind schon deutliche Boni damit verbunden. Aber eben auch diese Probleme, die man hier, diese Zugeständnisse, die man den einzelnen Provinzen machen muss, die sind dann mit Nachteilen verbunden. Das muss dann gut abgewogen sein. Ja, also das System, also nicht nur für England, sondern für alle konstitutionellen Monarchien und Republiken, sehr interessant, wie ich finde. Wobei, ich glaube, dieses Parlamentssystem hätte eigentlich noch mehr Potenzial, weil ich habe so ein bisschen die Befürchtung, das wird einfach so eine Geschichte, die man alle 10 Jahre mal macht. Da wählt man sich eine Debatte aus, klickt, überlegt, wie kriegt man die Mehrheit, macht hier 4 Klicks und fertig ist das für 10 Jahre wieder gewesen. Da wünschte ich mir gerade bei Parlamenten so, dass es irgendwie auch so eine Eigeninitiative der Parlamente gibt, dass sie Forderungen stellen an den König. Also dass es da noch eine größere Dynamik gibt. Das erscheint mir jetzt relativ statisch, dieses Konzept. Aber wer weiß, vielleicht entwickelt sich da ja noch was draus. Also dieses ganze Ding wird Teil des kostenpflichtigen DLCs. Das andere, diese Provinzentwicklung, Teil des Updates. Ja, liebe Freunde, ist das jetzt der Beginn einer neuen Ära? Das sind ziemlich große Worte, aber ich glaube, wenn etwas von den Entwicklern gemeint ist, dann diese Veränderungen im Provinzsystem. Und zwar auf den ersten Blick für den Spieler ist das schwer zu verstehen, warum das jetzt eine neue Ära ist. Aber wenn man sich das genauer anguckt, diese Veränderung in der Tiefe, auch die Möglichkeit, im Prinzip auch so wie bei Spielen, ich sag jetzt mal, wie bei Civilization oder so, wo man auch als Ein-Stadt-Staat stark werden kann, diese Möglichkeit gibt es ja bei EU4 bisher nicht. Also insofern doch eine gravierende Änderung der Spielphilosophie, die ich im Grundsatz sehr, sehr, sehr gut finde. Und ich glaube, vor diesem Hintergrund ist diese Äußerung, eine neue Ära zu verstehen. Und offenbar ist damit auch was anderes verbunden. Die Entwickler haben angekündigt, dass sie an einer neuen Version ihrer Engine arbeiten. Also diese Clausewitz Engine, derzeit basiert das, glaube ich, auf 2.5. Und das heben sie wohl auf ein neues Level. Ob das jetzt auch mit grafischen Veränderungen verbunden ist, das weiß ich jetzt noch nicht zu sagen. Vielleicht sind das alles Dinge, die im Hintergrund passieren, eben diese Sachen mit der Basissteuer, des Provinzmanagement, das hat ja alles was auch mit der Engine zu tun. Also ich glaube, aus diesem Entwickler-Sichtpunkt ist das schon nachvollziehbar, warum sie jetzt von einer neuen Ära sprechen. Im Zusammenhang mit diesen Ankündigungen hat Joran auch ein paar grundsätzliche Worte zur DLC-Politik verloren. Und zwar ist so nebenbei rausbekommen, was eigentlich so ihr Plan ist. Sie wollen jedes Jahr mit 3 großen Updates rauskommen.
Und zwar alle so im Bereich von 15 bis 20 Euro. Das heißt, wenn man jetzt mal so grob hochrechnet, alle 4 Monate wird es ein neues Update und damit auch ein neues kostenpflichtiges DLC geben. Wenn das so stimmen sollte, dann kann ich jetzt mal eine Prognose abgeben. Also wir haben Eldorado ja Ende Februar gehabt. Das heißt, mit diesem unbekannten, noch nicht benannten DLC kann man vielleicht mit Ende Juni oder im Juli rechnen. Und dementsprechend wird es noch ein drittes DLC, ein drittes großes Update in diesem Jahr geben. Ja, liebe Freunde, neue Ära oder nicht, ist eigentlich egal. Ich finde es toll, dass weiterhin diese nicht-expansiven Aspekte, diese nicht-kriegerischen Aspekte gestärkt werden. Das macht einfach dieses Spiel noch viel tiefer und interessanter. Gerade dieser politische Teil. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was da noch kommen wird. Wir stehen ja erst am Beginn dieser Entwicklertagebücher zu diesem neuen DLC. Und es lässt schon mal sehr hoffen, was man da jetzt hört. Ja, ich werde euch weiter informieren. Wahrscheinlich nicht nach jedem Entwicklertagebuch, sondern ich werde das so wie in diesem Video auch ein bisschen zusammenfassen. Und dann mit ein bisschen Abstand kann man das Ganze dann auch noch besser einordnen und bewerten. Ich hoffe, ich habe euch weitergeholfen. Und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, euer Steinwall.